Gerrys gut gelaunte Gäste bei Extra Radio 88.0. Locker flockig heute wieder Gerrys gut gelaunte Gäste. Einer sitzt wieder hier heute, ein wirklich gut gelaunter Gast. Der stellt sich selbst vor, bitteschön. Ja, der Bernd Günther aus Hof ist da. Die Einmann-Band habe ich mich jetzt schon seit 30 Jahren genannt. Und ja, es soll auch noch ein paar Jahre, viele Jahre werden. Ich freue mich, beim gut gelaunten Gerry zu sitzen. Und grüße dich alle. Extra Radio hier. Mein Gast heute, Bernd Günther, in der Anmoderation, also in dem Teaser sozusagen, habe ich ja gesagt, heißt der Bernd, heißt der Günther, heißt der Bernd, heißt der Günther. Du heißt wirklich Bernd Günther, ne? Da braucht man keinen Künstlernamen, wenn man so einen schönen Doppelnamen hat. Das ist ein Künstlername eigentlich. Na, ist es doch. Du bist schon so geboren sozusagen. Und bist seit, ich habe gesagt, 25 Jahre Musiker. Ich habe ja geschwindelt. Also, jetzt sind ja schon über 30. Ja, ich konnte schon zweimal so ein Jubiläum feiern. Das erste habe ich mit einem großen Musikertreffen gefeiert. Das waren die 25 Jahre auf der Bühne und 20 Jahre als Berufsmusiker. Vor 5 Jahren war schon das nächste Jubiläum angestanden, 25 Jahre. Da habe ich die Bierjazz ins Leben gerufen, habe einfach gesagt, jetzt wollen einmal wir Tanzen und Volksmusiker eine Jazz-Session geben am Theresienstein. War damals schon auch ein schöner neuer Einstieg ins Musikerleben. Und ja, jetzt sind schon wieder die 30 Jahre. Also 30 Jahre aktiv Berufsmusiker. Und aber du sagst, du warst vor 35 Jahren das erste Mal auf der Bühne gestanden. Was ist da passiert? Ja, da haben sich die Musikanten des FC Wiesler gegründet. Dreimann-Kapelle. Wie viel Mann? Dreimann-Kapelle, ein Trio. Und da hast du mitgewirkt und das war dann so der erste Kontakt, oder? Das war der erste Kontakt mit einem Mikrofon und mit einer Anlage spielen und mit Tanzmusik. Vorher nur Hausgebrauch-Akkordeon. Wie alt warst du da, Bernd, wenn ich fragen darf? Ja, zarte 17. Ach, goldig. Aber ich kann da sagen, also du hast dich nicht verändert, garantiert. Du schaust immer noch jung aus, gut gelaunt. Das bringt natürlich auch die Musik ein wenig mit sich. Man ist immer aktiv, Adrenalin geht immer durch, ne? Und da bist du dabei. Bernd Günther, seit 35 Jahren musikalisch unterwegs, seit 30 Jahren Berufsmusiker. Jetzt mal ganz ernst, hängt dir das nicht ein wenig vom Hals raus? Also die Auftritte machen wir immer noch wahnsinnig Spaß. Und also, das kann schon noch weitergehen so. Also, und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du auftreten kannst. Ich habe Sachen nebeneinander laufen. Mal was im Duo, mal was mit der Biene als Sängerin, mal was ganz ohne Strom. Genau. Ritteressen zwischendurch. Also ganz, ganz verschiedene Arten von Auftritten und deswegen macht es auch immer Spaß. Und deswegen ist es auch nicht immer das Gleiche und somit wird es nicht langweilig. Ne? Genau. Ja. Siehst du? Du hast aber ursprünglich ja gar nicht Musik oder so studiert. Du hast das Studium angefangen mit? Ja, nach dem Abi 2 Jahre Bauingenieur. Aber die Musik kam dann. Die Auftritte kamen von selber, so während des Studiums. Und dann hat sich ich hatte einfach keine Zeit mehr zum Studieren. Aber du könntest jederzeit wieder anknüpfen, oder? Ja, sowieso. Du hättest ja ein bisschen das neue Gericht bauen können, schneller mal. Das kann ich noch, das mache ich mal. Bernd Günther heute bei mir zu Gast. Wir werden uns gleich weiter unterhalten. Ich habe ja schon etliches aufgezählt, mit wem du schon alles gespielt hast. Und dann das Schlagwort, was mich vorhin wirklich umkaut hat. 250 Mal in Nürnberg. Das ist eine schöne Zahl, ne? Nürnberger Altstadtfest, 25 Jahre lang und jedes Jahr fast 10 Tage aufgetreten, manchmal 12. Sensationell. Macht du die Stimme mit? Da habe ich gute Rekorde, aber es gibt natürlich auch Tage, da wird's wo es mal heftig wird. Ja. Dann spielt man instrumental. Ah ja, okay, oder so. Gerrys gut gelaunten Gästen an diesem Montagabend. Du bist Rockmusiker genauso, ne, Bernd? Auch das muss ich, es gibt Sachen, die machen Spaß, aber ich mache mir auch einen Gag draus. Ich muss jetzt mal einstudieren für eine Hochzeit. I love Rock'n'Roll. Joan Jett. Aber da gibt es eine schöne andere Version vom Gildo Horn. Ich finde Schlager toll. Ja, die machen wir auch gleich mit dir annehmen. Weil da bin ich flexibel. Da ist natürlich viel zu machen. Nachdem Bernd Günther jetzt in dem Fall die Einmann-Band ist, sozusagen, steht ja natürlich auch alles offen. Ne? Brauchst dich noch niemanden richten, kannst deinen Plan machen und kannst du selber auf die Schulter klopfen. Oder? Machen wir schon, freilich. Was kannst du mir denn erzählen von diesen, ist das Altstadtfest in Nürnberg? Habe ich das richtig gehört? Naja, du hast ja schon schön angesprochen in deinem Vorprogramm, genau. Auftritt mit Kelly Family. Es ist lang her, im Jahr 88. Ja. Da war die Kelly Family Straßenmusik, allerdings schon fernsehbekannt. Ja. Und kam schnell auf einen halben Stund Auftritt in mein Häusl rein. Und ich habe natürlich gesagt,
Darf ich mitspielen? Irish Folk. Irish Folk hat mir schon immer gelegen. Sehr schön. Akkordeon hervorragend dazu. Mhm. Und dann gab es halt so ein schönes Foto mit der Kelly Family und schöne nette Bekanntschaft. Das hast du nicht zufällig dabei, das Foto, oder? Ja, das haben wir schon. Lässt mir noch gut untergebracht. Lass ich dir zukommen. Alles klar, sehr gut. Ja, da haben sich dann schon Kinder gefreut, ja, wenn sie, das war die Zeit, wo sie dann so groß waren. Ja. Du mit der Kelly Family. Ja, schön, schön, wenn man solche Fotos hat. Und war auch musikalisch okay? Also wie viele waren das damals, die Kelly Family? Das waren fünf, sechs. So 15 ist bei uns aufgetreten. Genau. Und im gleichen Jahr als Stadtfest kam dann noch der Wolfgang Fierig. Aha. Das war dann ein besonderes Highlight von meinem Wirt, der mir übrigens da wirklich alle 25 Jahre treu geblieben ist und mich immer wieder zu allen möglichen Sachen geholt hat und mit mir Tourneen gemacht hat. Dann hat er in Würzburg die Häusel gehabt auf der Erlanger Bergkerber. Zack, war ich wieder dabei. Wie ist der Name dieses Mannes, dass wir das auch mal erfahren? Das war der Charlie Kressel, ein Wunsiedler, den es nach Nürnberg verschlagen hat. Und da der Charlie groß, auch aus der Region. So geschlagen hat aus der Region und nachher sich sein Musiker mitgenommen, ja. Und so kommt man dann aufs Nürnberger Altstadtfest. Also super, da bist du ja riesig viel rumgekommen. Ja, und der Fierek, das war damals toll, der hat einen kurzen Auftritt gemacht mit Playback-Hintergrund natürlich. Dann habe ich gesagt, können wir nicht noch was zusammen machen? Ich muss ja jetzt live weiterspielen und ich kann nur Resi mit dem Traktor von dir, aber das könnten wir da was draus machen. Hat er selber die hervorragenden Ideen gehabt, das machen wir jetzt auf Samba, auf Mexikanisch, dann gehen wir in Country, dann gehen wir nach New Orleans, Bernd, kannst du jazzen, hat er gesagt. Und dann haben wir alles, und das ist ihm alles eingefallen. Der Höhepunkt war dann auf Frank Sinatra, New York, New York, mit dir, Resi ging durch New York. Also Resi, hol ich mir beim Traktor ab, aber auf New York, New York, sozusagen. Ja. Und die Leute haben getobt, oder? Nehme ich an. Ja, das war eine klasse Sache. Es gab noch kein Video damals, aber fotografieren lassen habe ich mich natürlich auch. Mit dem Viereck. Na klar. Oh. Ein musikalischer Freund sitzt neben mir. Heute bei mir zu Gast Bernd Günther. Welche Bands haben dich noch begleitet, will ich es mal so rum sagen? Ja, einen schönen Fan hatte ich, 10 Auftritte in Berlin. Der hat sich immer wieder was einfallen lassen, hat mich in Hof am Volksfest erlebt und dann gab es da Betriebsfeier, Geburtstagsfeier, Hochzeit von der Tochter und dann sagt er, jetzt habe ich großes Betriebsjubiläum, kannst du mir die Bayerische 7 mit besorgen? Mhm. Ja, sage ich, ja, Telefonnummer habe ich schon, von denen bin ich auch Fan. Ja, die will ich haben. Darfst aber auch mitkommen. Ja, und dann war so abwechselnder Auftritt, die Bayerische 7. Mhm. Ich habe mit der Biene Tanzeinleitung gemacht, bayerisch, Hochzeitsmarsch und so, konnten die Berliner nicht. Oh. Dafür hat die Bayerische 7 sich revanchiert und bei unserer Musik die Bolognese angeführt mit allen Gästen. herrliches Zusammenspiel, gibt's auch ein schönes Foto davon. Schön, geben und nehmen auf der Bühne, sensationell. Ja. Die Berliner haben dann schon ein bisschen Probleme auch, oder? Vom Dialekt her und so. Also bayerisch, fränkisch, sag ich mal, so über den Kamm gezogen. Ja, na, die Fans sind ja, die Fans wollen es ja, also, wollen es ja haben. Ne? War speziell aber, für so einen Abend dann. Aber die anderen Berliner tun sich schwer damit. Ja, denke ich mir schon, ja. Aber ich habe inzwischen auch hochdeutsche, lustige Lieder, ja. Aha, interessant. Und natürlich auch Stefanie Hertel war auch mit. Ja, das war ein tolles Jahr. 94 war es. Übrigens auch mein Hochzeitsjahr mit der Biene, solange. Ja. Sind wir schon zusammen. Und im gleichen Jahr hat die Stefanie Hertel Konfirmation gehabt, hat uns beide auf einem Fasching gehört und gesagt zum Fadi, zum Eberhard, genau. Die Band will ich zu meiner Konfirmation haben. Dann ruft der Eberhard bei mir an, magst du das? Ja, schön, gerne, klasse. Ja. Und dann ging's los. Und das hat für Stefanie. Und ich konnte schon tanzen damals. Das war eine Tanzkonfirmation. Hast du mit der Stefanie Hertel getanzt? Ich war der Musiker, aber sie hat schon vom Stefan Bross geschwärmt damals. Ehrlich? Ja. Das war doch dann auch erst zur Büble, oder? Zu der Zeit. Das stimmt, der war auch nicht dabei. Achso, der war nicht dabei. Okay, ja. Alles klar. Aber sie hat schon davon geträumt. Weil du gerade gesagt hast, Biene ist ja oft mit bei dir am Mikrofon dabei, im Duo sozusagen, die weibliche Stimme. Wir hören nochmal schnell rein, das ist lang her und damit wollen wir sie auch mal grüßen. Ich hoffe, sie hört zu. Hört sie zu? Das müsste eine Aufnahme aus dem Jahr 94 sein. Ja, genau. Und sie hört jetzt zu, oder? Ich hoffe, die hört jetzt zu. Das hört sie zu. Hör dir mal das an. Das ist schon ein bisschen her, aber das ist die Biene im Hintergrund. Das ist doch amtlich, oder? Das klingt doch toll. Ah, so ist es auf dem Fest, da geht es so zu. Ja, das war die Musikkassette zur Hofer Landesgartenschau damals. Ja, da haben wir aber Schlager mit aufgenommen drauf. Ach, wenn ich das schon her, Musikkassette. Ja, genau, das gab es noch und die sind noch gekauft worden damals. Ja, herrlich.
Naja, Bernd Günther bei mir heute zu Gast. Wir, nach den Lokalnachrichten werden wir uns mal ein bisschen über andere Musik unterhalten, weil es geht ja nicht hier nur um Oldies und Volksmusik oder Schlager und so weiter, sondern es geht auch um Liedermacher-Sachen, die du schon seit längerem machst. Du bist der Irish Folk-Fan. Stimmt's? Auch da habe ich ein schönes Repertoire, aber das sind mehr so die wilden Dubliners Lieder, die ich da drauf habe. Aber die rauchigen Songs. Die legen wir ganz gut. Aber jetzt ist der Hantean über der Indian. Genau. Das liegt mir auch. Hören wir uns gleich einmal. Also, da möchte ich mehr wissen, unbedingt. Habe ich wieder einen Wetterfrosch hier sitzen. Bernd, das ist jetzt deine Chance, das Wetter gut zu reden. Ich ahne, dass ich auch ein gutes Wetter zu verkünden habe. Also, genau. Das Extra-Radio Hochfrankenwetter. Heute scheint die Sonne. Zwischendurch gibt es ein paar Wolken bei Werten um 20 Grad. Teilweise ist es windig. Und in der Altstadt Fußgängerzone sind im Moment 20 Grad. Na, da könnten wir doch gleich noch eins trinken bei den schönen Temperaturen danach, gell? Ja, ja. In der Nacht ist es finster bei 8 Grad. neblig bei 8. Morgen scheint den ganzen Tag die Sonne. Das ist doch schön. Es wird sehr warm bei Temperaturen bis 28 Grad. Wer es klappt, halt den Hof, ne? Doch, auch in Hof. In der zweiten Wochenhälfte muss mit Wärmegewittern gerechnet werden. Alles klar. Ein schönes Wetter hast du da verkündet. Also vielen Dank. Kommst morgen wieder bei Gerys gut gelaunten Gästen. Heute mein Gast Bernd Günther, die Ein-Mann-Band. Ich finde den Namen übrigens sehr gut beschrieben. Jetzt meine Frage mal so zwischendurch. Bernd, du warst im Ausland auch schon unterwegs, ne, musikalisch? Ja, so zumindest viermal, und das ist ja schon was, wenn Sie mich immer wieder wollen, viermal in Ogden. In Ogden? Unsere Partnerstadt in Utah ist das, ne? Und da gibt es ein tolles Hof. Winterfest heißt es. Und da ist natürlich bayerische Musik gefragt, gell? Als ich das letzte Mal durch die Partnerstadt kam das auch zustande? Diese Einladung? Durch die Partnerstadt zustande. Auch da hat mich wieder jemand am Hofer Volksfest gehört und gesagt, das passt auch für. Zu der Musikbörse des Hofer Volksfest. Aber schön natürlich, dass sich sowas ergibt in Utah. Und dort sind dann auch deutschsprachige Gäste? Deutschsprachige Gäste, die natürlich vor allem alte deutsche Schlager und Volksmusik hören wollen. Das wird auch von den amerikanischen Bands dort gespielt. Also das heißt, das sind wahrscheinlich Auswanderer, oder? Es gibt doch etliche auch, die nach Amerika gegangen sind. Ja, also alle mit deutschen Wurzeln sind da. Aber inzwischen wird natürlich die Familie und die Kinder alle mitgebracht. Und die feiern auch kräftig mit. Also und da spielst du auch oder hast du auch regelmäßig gespielt und auch alleine mit deinem Equipment und so weiter? Wie bringt man das darüber? Fährst du das selber? Ja, man die PA steht natürlich. Ach so, also Anlage steht. Man braucht nur das Akkordeon und ein bisschen Elektronik mitnehmen. Aber auch das war schon ein logistisches Problem. Hey, apropos Akkordeon, da gibt es doch was Neues, oder? Ja. Wollen wir noch ein bisschen? Ja, wir erzählen dann noch was. Okay, wir erzählen noch darüber. Also da bist du quasi auch den amerikanischen, fränkischen Gästen, hast du auch noch bedienen können. Und singen die da mit oder singen die auf Englisch mit? Marina, Marina, Marina. Oder wie singen die? Dieses können die einen. Die einen sprechen noch akzentfrei Deutsch, ja. Aha. Und die anderen müssen, weil vor allem die amerikanischen Bands in herrlichen Slang singen die deutsche Lieder. Wunderschön. Sehr schön. Schuld war nur die Bossa Nova. Hä? So? Ja, so, ja, klingt das. Alles klar. Bernd Günther bei mir heute zu Gast. Wir hören jetzt übrigens einen Vierzeiler aus seiner Liedermacher-Ära, weil Bernd Günther schreibt auch selber, gell? Da ist schon einiges entstanden, ja. Also für den Hofer Starkbier anstehe ich jedes Jahr ein neues Lied. Für meine Kerbers, die kriegen auch jedes Jahr von mir ein neues aktuelles Kerberlied geschrieben. Das ist für ein Geburtstagsparodien, also habe ich auch schon das öfteren gemacht. Ich brauche also nur ein Lieblingslied vom Geburtstagskind, 10 Stichworte, was der gern als Hobby und Steckenpferde hat, und dann machen wir ein Lied draus. Früher gab es ein Rudigramm vom Rudi Carell. Und sowas mache ich jetzt auch gern für Geburtstagsfeiern und Hochzeiten. Gibt es ein Spezialständchen für meine Also Bären. Da schlummert noch ein Textdichter und Liedermacher bist du ja jetzt quasi schon. Das hören wir uns jetzt mal an. Also ein Vierzeiler, bitteschön, Bernd Günther. Ein Hofer Vierzeiler heißt zum Beispiel, da dichte ich auch jedes Jahr einen neuen dazu. Okay. Solange noch, das war da, als der Winter so streng war, solange wir noch im Winter 4 Monate schippen Schnee, solange wir waren im Sommer 4 Doch am Untreusee, solange noch mit Pullover jedes Gartenfestler steigt, solange erdrang die Erderwärmung mir in Hof doch leicht.
Gerrys gut gelaunte Gäste im Feierabend am Montag um 5 bei Extra Radio 88.0. Noch einen Vierzeiler hören, der war so hoferisch original. Was kannst du mir noch mit, oder was hast du mir noch mitgebracht? Ja, als die neue Freiheitszahl eingeweiht worden ist, musste ich auch gleich anschreiben. Solange am Hofer Fluchplatz die Stadt zollt kräftig drauf, solange in jedem Winter die Straßen reisen auf, solange die dritte Freiheitshall a 30 Jahr bloß hält, solange haben wir in Hof keine Sorge, wohin mit unserem Geld. Mensch, wir bräuchten noch eine Stunde. Bernd Günther hat so viel mitgebracht. Noch einen Vierzeiler für mich. Ha? Der neueste über die Hofer Originale heißt: Solange der Altstadtbade tief sinkt auf seiner Bank, solange der Altstadtbabagei frecht, willst du ein Geschenk? Solange der Fritzi Gressmann noch durch die Vorstadt rennt, solange gibt's Hofer Originale, die ja jeder kennt. Perfekt, perfekt. Wann fällt dir sowas ein? Wenn schreibst du sowas auf? So uhrzeittechnisch oder jahreszeittechnisch? Vormittags auf dem Balkon. Hier ist Extra Radio, Gerrys gut gelaunte Gäste. Bernd Günther ist heute bei mir zu Gast. Und wenn Sie Bernd Günther mal buchen wollen, natürlich. Und am besten übers Telefon, ne? Sagt ihr auch, oder Bernd? Genau, so ist meine Meinung. Genau, also einfach persönlich, ja, da lernt man sich gleich kennen und ja, weiß gleich, was man will und so weiter. Bernd Günther, Telefonnummer können wir mal schnell, oder weißt du ja auswendig? Du weißt ja auswendig. Aber hoffentlich. Ich weiß, ich habe sogar eine Webseite und weiß ja auswendig. Also die heißt bernd-günther-musik.de, aber man genau. findet auch, wenn man eine Nummer eingibt und... Ja, aber die Telefonnummer, das ist mir nach wie vor das Liebste. Man unterhält sich gleich miteinander, man weiß gleich, wie man dran ist. Und genau. Ja, man also sagt, immer noch 98% aller Auftritte funktionieren mit einem Telefonanruf oder einmal hin und her geredet. 09281, die Hofer Vorwahl, und dann 93838. Ach, das ist eine schöne Nummer. Ja. Damals, wo die guten Nummern vergeben worden sind, ja, warst du vorne dran gestanden. Ich möchte ganz kurz, wir haben ja nur noch 7 Minuten Zeit, aber trotzdem möchte ich nicht... mein Spiel vernachlässigen, weil ich habe immer 3 Begriffe und du sagst mir mal, was auf dich zutrifft. Ganz locker, ne? Stehst du persönlich, also persönlich jetzt, mehr auf Schlager, Pop, Rock oder deutsche Lieder oder englische Lieder oder was ist so dein... Schlager ist gut. Schlager? Schlager, ja, gut. Deutsche, englische Schlager, beide oder mehr deutschlastig? Ich bin richtiger Schlagerparty-Fan. Also wirklich so... Schöne alte deutsche Schlager. Alles klar. So, wenn du jetzt schwimmen gehen würdest, ja, würdest du lieber ins Freibad gehen oder lieber an den See oder... Oder, wo kann man noch schwimmen? Swimmingpool. Nee, also auf jeden Fall See. See? Ja. Der Naturmensch in dem Fall. Wegen Ausspannen und so. Wenn du Musik machst selber, wenn du spielst, was würdest du bevorzugen? Möchtest du lieber draußen spielen, Open Airs oder in Wirtshausbühnen, etwas enger zusammen und so oder lieber in Sälen? Ja, Wirtshaus. Eng am Publikum, ja, am liebsten am Tisch zwischen den Reihen durchlaufen. Ja. Und einmal von der Maus vom Kollegen trinken. Auf Zuruf, ja, auch das sehr gut funktioniert. Ja. Bist du ein Frühaufsteher oder Langschläfer, Bernd? Ja, als Musiker bedingt natürlich schon ein Langschläfer. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich lang schlafe, ich gehe nur spät ins Bett. Ich hab's kapiert. So, und jetzt noch was fürs Frühstück noch. Bist du ein Kaffeetrinker, Teetrinker, Wasser, Saft oder vielleicht früher auch ein wenig eine halbe? Ja, ein bisschen ein Saft zu früh, mhm, und einen Kaffee, ja doch. Ja. Also du gehst den Tag gemütlich an, aber Koffein ist schon ein bisschen, ein wenig Kaffeemusche her. Das brauchen wir sogar abends immer mal so zwischendurch. Ja, ja. Kleiner Koffeinstoß. Alles klar. Also perfekt, du hast das Spiel gewonnen. Du hast alles richtig beantwortet. Vorhin haben wir es mal kurz angekratzt, das Thema, es gibt ein Akkordeon, das du dir vor kurzem erst geleistet hast. Ja, es hat ja noch keine richtige Aktion gegeben. Ich lasse mir auch noch was einfallen damit. Mhm. Aber beschenkt habe ich mich schon zum 30. Jubiläum. Also es gab... ein neues Akkordeon und es hat sogar einen Namen. Ja. Also das ist Airbrush, ein Airbrush-Akkordeon und da steht sogar Bernd Günther drauf. Nein, das ja, ist extra, ja, also nicht nur Initialen, sondern nicht richtiger da Name. Steht, das ist, das heißt, das jetzt ist Bernd voll Günther drauf gebrascht, der Name, ja. Und es hat halt so schön Funk,
und MIDI. Du weißt ja, das System, wo man so alle möglichen tollen Klänge rausholen kann. Und ein Mikrofon dran, das ist das Schönste. Man kann durchs Publikum gehen und kann die Leute ansingen und wird gehört. Und also es geht über die normale Anlage, aber du stehst irgendwo im Raum oder im Zelt? Ja, früher habe ich das immer gemacht, wenn der Strom ausgefallen ist. Und dann wie ist das, wenn man da so ins Publikum läuft? Wird man da mal in den Hintern gezwickt oder so? Das muss meine Frau fragen. Biene, ich hoffe, du hörst zu. Ich will das wissen beim nächsten Mal, ja? Alles klar. Bernd Günther, was steht demnächst an? Was gibt's für neue Termine bei dir? Wo kann man hingehen? Wo kann man dich hören? Ja, brandaktuell gleich am Freitag wird in Hof ein bisschen was gefeiert. Ein Schaufelfest in der Ludwigstraße. Freitagnachmittag, 23. Mai. Ja, vielleicht sind wir auch bei den Hofer Innenhofkonzerten, stellt sich noch raus. Sonntag, 1. Juni ist so ein Termin, wo ab Mittag schon Innenhofkonzerte sind. Sind wir, glaube ich, dabei irgendwo. Gut. In den Hofer Innenhöfen. Pfingstsonntag, ein Promenadenkonzert am Theresienstein. Da freut sich meine Biene, das ist ihr Lieblingsauftritt. Klassiker. Schöne alte Schlager mit richtig im Konzertstil auf der schönen Bühne am Theresienstein. War das nochmal Pfingstsonntag? Der Pfingstsonntag. Und danach, traditionell schon, geht es im Biergarten Meinelsbars weiter. Auch das wird immer so, machen wir auch schon seit vielen Jahren, nach dem Promenadenkonzert nochmal die Schlager und die lustigen Sachen kommen dann im Biergarten. Pfingstmontag geht's weiter. Ach. Seefest am Förmitspeicher. Also Pfingsten ist richtig. Das merkt sich kein Mensch. Tolle Geschichte. Und in Selb sind wir noch groß vertreten, am Selber Wiesenfest. Inzwischen heuer auch das 20. Den 20. Kult-Frühschoppen am Selber Wiesenfest sind wir dabei. Ab 9 Uhr am Montag, 14. Juli. Also das ist... Also das sind auch so Dauerjobs jedes Jahr wieder. Da hat man auch schon eine riesen Fangemeinde, oder? Da sagen, der Band kommt wieder und so weiter und die Biene. Und dann stehen 20 Leute vorne mit einer Rose. Ja, also in Selb ist das so. Doch, ja, Selb haben wir wirklich Fans und da hat es immer viel Hochzeiten und Polterabende gegeben. Das ist ja eigentlich meine Leidenschaft. Gar nicht die öffentlichen Auftritte, sondern ich lebe eigentlich von diesen Feiern, wo man direkt für die Leute engagiert ist. Und ich bin da auch richtig, da kann ich auch richtig Entertainer sein. Da gibt es auch Spiele mit dem Publikum, brauchst du als Entertainer, musst du als Einmannband, musst das Publikum ein bisschen mit Show machen und das machen sie auch gerne. Also toll. Und du bist auch ein waschechter Hofer, oder, Bernd? Auf jeden Fall. Gell? Das wollte ich noch. Genau. Herzlichen Dank fürs Dasein. Die Zeit ist leider schon wieder um. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Heute auch bei dem Wetter. Du hättest ja auch noch im Biergarten gehen können. Aber kannst ja noch, ne? Ist kein Problem. Danke, dass du da warst. Alles Gute für dich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bei dem Promenadenkonzert schaue ich, dass ich vorbeikomme. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und alles klar. Kannst jetzt mitgehen. Alles Gute. Tschüss, Bernd. Tschüss.